Guten Abend, Herr Schönbrenner-Schreibe. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie zu uns gekommen sind heute Abend zu diesem Preisträgerkonzert und Preisverleihung. Spielen Sie auch Klavier? Ich spiele ein bisschen Klavier, ja, tatsächlich. Ach, aber eigentlich ist das Cello mein Instrument. Das ist, man sagt oft, das Cello ist wie eine menschliche Stimme. Ja, das stimmt. Ja. Und das geht, also das bringt uns zu Chopin auch natürlich immer zurück zu dem Gesang. Ihr Vater hat eine schöne Stiftung und ein schönes Geschenk gemacht für die Hochschule und wir haben nochmal einen Wettbewerb organisiert und wir wollten uns erstmal bedanken. Und ja, was bedeutet das für Sie denn, dieser Aschenbrenner-Chopin-Wettbewerb? Nun ja, ich denke mal, dass Chopin einfach so etwas Wunderbares geschaffen hat mit seiner Musik, dass es einfach es wert ist, gefördert zu werden. Und das war auch der Gedanke meines Vaters. Also seit seiner Kindheit eigentlich war er verzaubert von der Musik von Chopin. Er sagte immer, er war einzigartig in seiner Musik und hat durch seine Schwester, die damals in Hannover Musik studiert hat, viel über die Musik gelernt und sie lieben gelernt. Und das wollte er weitertragen, auch und besonders die Jugend fördern. Und dadurch hat er eben, war er motiviert, diese Stiftung ins Leben zu rufen. Wie Sie wissen, wie wichtig das ist für unsere Studierende und auch unsere Kollegen hier, sowas zu haben, weil erstmal bringt es Exzellenz ins Visier und ins Haus. Wir haben die Hochschulen von ganz NRW und Hannover und wir bringen auch die Kollegen zusammen und das, wir hoffen sehr auf eine Zukunft und auch weitere Entwicklung. Haben Sie mitbekommen, dass wir ein bisschen innoviert haben dieses Mal? Ja, auf jeden Fall. Also ich begrüße das sehr und ich freue mich auch, dass man das erweitert hat mal. Warum nicht? Ich denke, das ist für das Publikum auch sehr interessant und attraktiv und ich denke auch, dass das für die Studierenden eine Herausforderung ist, vielleicht über Chopin hinaus auch nachzudenken und auch vielleicht genau das zu berücksichtigen, was jetzt hier passiert ist. Sehr schön, genau das möchten wir machen. Wir danken Ihnen sehr. Wir haben auch in Sinn gehabt, dass der Platz des Künstlers in der Gesellschaft eben auch klar gemacht wird, ne? Als Exil-Künstler und überhaupt historisch-politisch. Und ich bin sicher, das wäre Ihrem Vater auch es hätte Ihrem Vater auch wohl gefallen. Auf jeden Fall, ja, da bin ich fest von überzeugt und er war auch für Innovation, er war auch dafür, dass Dynamik in der Sache ist und auf jeden Fall wird der Gedanke des Chopins weitergetragen dadurch und begrüße das sehr. Sehr schön, vielen Dank auf weitere Wettbewerbe oder Festivals oder etwas mit Aschenbrenner und Chopin. Ich danke Ihnen auch, ja, jawohl. Danke.